So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu unserer letzten Woche, Sendewoche in diesem Jahr. Dann gehen wir in die Weihnachtspause. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir starten, wie immer, montags mit einer freien Themennacht. Wenn ihr also mit mir reden wollt, mit mir sprechen wollt, plaudern wollt, streiten wollt, was auch immer, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de und bitte nicht vergessen, die Telefonnummer in die Mail zu schreiben, eure Telefonnummer in die Mail zu schreiben. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Annika, 24. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich masturbiere überall und ständig und ja. Oh, du masturbierst überall und ständig? Ja. Oh, ich bin richtig geschockt, wenn ich sowas höre. Ja. Ich hoffe nicht im Moment. Nein. 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 Um Gottes Willen. Nein. Wie oft denn? Ja, das ist unterschiedlich. Das kann schon mal so bis 10-mal am Tag wohl vorkommen. Oh, weia. Ja. 10-mal am Tag. Was machst denn du für einen Beruf? Ich arbeite in der Tischlerei. Eine Tischlerin bist du? Ja, genau. Also ich bin noch in der Ausbildung. Ja, ist nicht gerade so ein Mädchenberuf. Das heißt, da sind um dich rum wahrscheinlich nur Männer und oder Jungs. Nee, ist gemischt. Also ist gemischt? Ja. Ah ja, die Zeiten ändern sich. Ja, na klar. So, und dann gehst du ab und zu dann lässt du die Tischlerei und gehst dann mal auf die Damentoilette oder wie machst du das? Ja, genau. Ehrlich? So machst du es? Und wie lange dauert dann der Quickie in der Damentoilette alleine? Ah, das geht schnell, sag ich mal. Ich kann mir da ja nun keine halbe Stunde Zeit nehmen. Nein, das geht nicht. Und das sind dann nun, ja, sag ich mal, 5 Minuten oder so. Ne? So schnell kannst du's. Ja, was anderes bleibt mir dann nicht über. Ja. Wie lange geht denn das schon so? Seitdem ich 17 bin ungefähr. Bist du in einer Beziehung im Moment? Ja, bin ich. Du bist auch in einer Beziehung? Ja, das allerdings eine Fernbeziehung und ja. Ach so, dann bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ja, genau. Wie fern ist die Beziehung denn? Ja, man sieht sich schon regelmäßig, so ist das nicht. Na, wie viele Kilometer entfernt wohnt er? Oh, 150 etwa. Das geht ja. Ja. Das heißt, am Wochenende auf jeden Fall ja, trefft ihr euch. Sind dann die Wochenenden immer sehr, ja, im Prinzip voll mit sexuellen Aktionen, oder? Ja, also da bin ich, also sag ich mal, da ist man voll ausgelastet. Also da passiert gar nichts anderes. Nein. Da kommt Annika mit ihrem Freund gar nicht mehr aus der Kiste raus. Na, so schlimm jetzt auch nicht, nein, aber das ist dann schon, ja. Man kann sich nicht beschweren. Meinst du, dass es, wie lange bist du jetzt mit deinem jetzigen Freund zusammen? Noch nicht lang. Das heißt, vorher war das genau auch schon so? Hat das denn ein bisschen nachgelassen jetzt, seitdem du mit deinem Freund zusammen bist? Ja, also wenn man sich sieht so, dann brauche ich das nicht. Und wenn man sich dann nicht sieht, dann schon. Ja, du sagst, mit 17 hat es angefangen, jetzt bist du 24. Ich gehe mal davon aus, dass dazwischen auch nochmal Beziehungen lagen. Ja, doch. Nicht so viel? Ne, da war das nicht so, wie man es gebraucht hat, sage ich mal. Nee, ich wollte darauf hinaus, ob in anderen Beziehungen, die du auch schon hattest, ob das da auch so heftig war mit der Masturbation. Ja. Doch, auch schon. Mhm. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Wie erklärst du dir das? Weiß ich nicht. Weiß es nicht. Weiß dein Freund, dass du das tust? Nein, ich denke, wenn er das wüsste, würde er vielleicht denken, dass er mich nicht befriedigt, also dass ich da... Aber er befriedigt dich. Wenn ihr zusammen seid, ist das schon, wie du gerade sagtest, gut. Ja, sehr gut. Wenn du das so oft machst, was denkst du dabei immer? Na, ich denke an ihn, ne? Du denkst an ihn. Also ganz treu auch beim Selbstbefriedigen. Also denkst dann an deinen Freund. Ja. Ist das etwas für dich, was dir lästig ist, dass du das so oft machen musst? Ja, manchmal schon, weil das dann völlig unangebracht ist, ne? Ja. Weiß ich nicht, so bei der Arbeit oder so, muss das nicht sein, ne? Aber das kriegt ja hoffentlich niemand mit in der Arbeit, was du da machst. Nein. Die werden nur denken, warum geht die Annika so oft zur Toilette? Nein, das ist ja, die Pausen sind ja auch unterschiedlich. Also man macht ja zum Beispiel, also ich mache das jetzt nicht direkt in der Frühstückspause, wenn alle anderen Pause haben. Ja. Dann haben wir noch zwischenzeitlich unsere Pausen und die sind eben alle unterschiedlich. Achso, dann fällt das nicht auf. Nein, auf gar keinen Fall. Würdest du sagen, dass dich das belastet, dass du das so oft machen musst? Ja, es ist auf Dauer anstrengend. Ja. Was wäre, wenn du es nicht tun würdest?
Was wäre dann? Wenn du sagst, okay, ich mach's jetzt einfach nicht mehr, Schluss aus. Dann bin ich überdreht und nicht ausgelastet. Und da brauchst du das Ventil und dann muss das irgendwie wie passieren. Ja, irgendwie ja. Würdest du sagen, also auch wenn du mit deinem Freund zusammen bist, ich weiß ja nicht, du sagst, ihr seid kurz erst zusammen. Wie kurz? Ach, erst 3-4 Monate. So. 3-4 Monate. Das heißt, ihr wart auch noch nie mal in Urlaub miteinander, wo ihr ein paar Wochen zusammen wart. Das gab es noch gar nicht. Nee, noch nicht mal. Wäre interessant, wie das dann wäre. Bist du auch so scharf, dass du ständig dann mit ihm schlafen willst? Wäre das ja. so? Ja, jetzt nicht durchgehend, aber so ein paar Mal, dann ja, also das muss schon sein. Das heißt, das könnte sogar irgendwann der Punkt eintreten, dass, obwohl die Jungs das immer wollen, aber ab einem bestimmten Punkt ist das den Jungs auch zu viel. Dass er dann sagen will, Mensch, komm, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, das wäre natürlich nicht gut. Gab's das schon mal, dass er am Wochenende sagte, ich aktiviere keine Kräfte mehr in mir? Gab's das schon? Nein. Ja gut, ihr seid ja noch frisch zusammen. Also, es kann natürlich sein, dass das irgendwie jetzt in deinem Alter noch irgendwie, dass die Hormone so sprudeln und dass das noch unter Normalität abzubuchen ist. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendeine Überfunktion ist. Wenn dich das wirklich stört und du das lästig findest, würde ich an deiner Stelle mit dem Frauenarzt mal darüber sprechen, als ersten Ansprechpartner. Und mich einfach mal beraten lassen, was er davon hält, was er denkt. Vielleicht kann man mal, weiß ich jetzt, ich bin kein Mediziner, Hormonspiegel mal machen und oder sowas. Kann das vielleicht auch dann irgendwie von der Pille kommen oder so? Vielleicht, kann ja sein. Darfst du nicht fragen, da habe ich keine Ahnung von. Deswegen mein Rat, zu einem Arzt zu gehen. Genierst du dich bei dem Arzt, das zu sagen? Ja. Nee. Bei einem Frauenarzt brauchst du dich deshalb nur wirklich nicht trainieren. Doch, ich denke schon. Ach was, Annika. Du hast es jetzt hier vor so vielen Leuten erzählt. Da kennt mich ja keiner. Das glaubst du. Ja, das sieht mich ja keiner. Und nein, ja, wenn ich dann vom Arzt sitze, der guckt mir bis zu den Mandeln und... Nein, aber im Ernst, bei einem Frauenarzt muss man sich oder muss Frau sich da wirklich nicht schämen. Und vielleicht ist es ja sogar ganz einfach zu beheben und du hast ein wenig mehr Ruhe. Denn es ist, glaube ich, wirklich nicht schön, wenn man ständig unter so einem Starkstrom steht. Ne? Ist ja nicht schön. Benutzt du irgendwelche Dinge dafür, wenn du das so oft machst oder machst du es klassisch? Auch. Auch. Also das heißt, wenn du in deine Tischlerei gehst, hast du... Ja, klassisch. Da klassisch, ach so. Und sonst? Was gibt's da noch so für... Ja, da gibt's ja Spielzeuge, sag ich mal, für... Ne? Ach, dann bist du gut ausgerüstet. Ja, selbstverständlich. Wo hast du dich da ausgerüstet? Wo hast du es eingekauft? Soll ich jetzt Werbung machen bei Bernd Huse zum Beispiel? Nein, also das heißt, du warst wirklich in einem Sexshop und hast dich mal beraten lassen, was sind hier jetzt die besten Massagestäbe, die Dildos, gibt's in allen Größen... in allen Formen und so weiter. Genau, ne? Na klar. Hast du auch einen elektrischen? Ja. Hast du auch? Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. In Köln gab es mal einen Sexshop, einen Pornoshop nur für Frauen. Und ich habe damals eine Recherche für eine Sendung betrieben und durfte dann, was eine große Ausnahme war, als Mann da rein. Und da hat die freundliche Verkäuferin oder Besitzerin des Shops hat mir die alle gezeigt. Da gab es ganz kuriose Vibratorinnen, hat die genannt. Die mit Motoren und dann wackelten die oben oder hatten zwei Scharniere und so weiter. Also es war ganz toll. Ja, also die Auswahl, die ist ja nun recht groß. Wie viel hast du davon? Ich habe 3. Na gut, das reicht ja auch. Ja, na klar. Obwohl ein Vierter könnte auch nicht schaden. Ein ausgefallener. Nein, ja, also ich finde schon, dass meine Auswahl recht ausgefallen ist, davon mal ganz ab, aber 3 reichen wohl, ja. Aber die musst du dann ja immer verstecken, wenn dein Freund kommt, ne? Oder? Ja, also ich packe sie jetzt nicht so bewusst weg, sage ich mal. Also ich verstecke es jetzt nicht direkt, weil ich denke, man kann das ja auch irgendwann vielleicht mal einbringen. Oder? Man kann es einbringen und im Übrigen finde ich das auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn man in einer Beziehung auch offen über Selbstbefriedigung redet. Das wird er auch machen. Das ist doch okay. Also das finde ich überhaupt nicht schlimm und man kann das sogar auch vielleicht mal miteinander alles verknüpfen, ne? Das eine Sache. Ja, und deswegen, da denke ich, da sind ja nun keine Grenzen. Überhaupt nichts. Liebe Annika, ich würde dir den Frauenarzt empfehlen. Ja. Aber ich würde gerne jetzt das auch nochmal weitergeben an eine Frau, nämlich an meine Psychologin, die sicher von der Sicht einer Frau das vielleicht noch anders bewertet und beurteilt.
Ja, okay. Dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich an. Alles klar, danke. Alles Gute, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr uns hier live in Köln erreichen wollt, das ist eine kostenfreie Telefonnummer, dann müsst ihr die wählen. Wir haben eine freie Themennacht, falls ihr zum allerersten Mal hier reingezappt seid in diese Sendung. Das ist eine Talkshow, eine Telefon-Talkshow und hier kann jeder anrufen, hier kann jeder mit mir über alles reden, was ihn interessiert. 0800 220 5050 und meine nächste Gesprächspartnerin ist die Waltraud und Waltraud ist 79 Jahre alt. Hallo Waltraud. Ja, hier ist Waltraud. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Domian, ich habe ein großes Problem. Erzähl. Mein Vater ist an Krebs gestorben, ich hatte Krebs und jetzt ist mein Sohn noch an Krebs gestorben und ich komme da nicht drüber weg. Ich heule den ganzen Tag und bin so fertig. Ich habe mich von allen Menschen abgesondert. Ich gehe nur noch alleine, weil ich so viel weine. Ich weiß nicht mehr, wie ich das verkraften soll. Ich habe es gerade am Anfang nicht richtig verstanden. Hast du gesagt, dein Mann ist an Krebs verstorben? Mein Mann ist auch schon verstorben. Mein Vater ist an Krebs gestorben. Dann ich habe es aber überlebt. Und mein Sohn ist jetzt wieder an Krebs gestorben. Er hatte Krebs im Gehirn. Wie alt ist der Sohn geworden? 51 und ich wäre 80. 51, ja. Und das tut so weh. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wann ist denn der Sohn gestorben? Bitte? Wann ist der Sohn gestorben? Das ist schon 4 Monate her. Naja, das ist noch nicht lange her. Und ich verkrafte das eben nicht. Jetzt weiß ich nicht, ich habe immer ein Bild hier stehen im Zimmer. Und wenn ich das angucke, da laufen die Tränen noch automatisch. Und ich kriege das nicht mehr aus meinem Kopf. Jetzt habe ich immer noch Angst, dass seine Tochter vielleicht auch noch wieder einen Krebs kriechen kann. War sie denn schon mal erkrankt, die... Vor etlichen Jahren hatte sie mal so wie Hautkrebs in so ein Ding, das haben sie ihr weggemacht. Wie alt ist denn die Tochter? Die ist jetzt 20. 20. Also da steht aber keine akute Gefahr im Moment. Das, naja, weiß man immer nicht. Man weiß es nicht, aber du hast einfach grundsätzlich Angst und bist natürlich weil auch... weil ich nun schon 3-mal Krebs erlebt habe und ich verkrafte das nicht mehr. Ich möchte am liebsten selber aus dem Leben gehen. Aber da ist... Das Enkelkind, ne? Das Enkel, ja. Das ist da. Und wie ist das Verhältnis zu der Schwiegertochter? Sehr gut. Sehr gut. Ja. Gibt es noch mehr Kinder oder Enkelkinder? Ja, ich habe noch einen Sohn, aber der wohnt weit weg von hier und da sehen wir uns selten mal. Ja. Wir sind telefonisch und immer verbunden öfters. Und aber das ist nun, der war hier am Ort, der Sohn. Und ja, hat man eine nähere Beziehung. Ja, das war mehr innig so. Also ich glaube ja auch, dass es ein ganz, ganz großer Schmerz ist, wenn man das Kind sterben sieht. Und ja, der ist noch in meinen Armen gestorben. In deinen Armen? Im Krankenhaus? Nee, zu Hause. Wir haben zu Hause gepflegt. Die Schwiegertochter der Hälfte und ich der Hälfte tagsüber, weil sie musste ja arbeiten gehen, da kriegt sie ja kaum Geld, weil ja das paar Mark Rente war ja nicht viel, was sie gekriegt hat. Zählen ja dann eben auch noch die Jahre von der höheren Rente und ja. Und ich habe da geholfen und gemacht, was ich geben konnte, habe ich von meiner Rente alles gegeben. Und hatte er denn eine lange Leidenszeit? Na, es ging über 2 Jahre. Doch, 2 Jahre. 6-mal ist er am Kopf operiert worden, dann haben sie eine Titanplatte eingesetzt, weil die Knochen dann mitfehlten und ach, das war so schlimm. Also ich hast du mit ihm zum Schluss noch... Na, bis auf die letzten 8 Tage, da war er dann, weil er auch viel Morphiumpflaster bekommen hat. Und hast du mit ihm über seinen Tod sprechen können? Nein, das haben wir gar nicht gemacht. Wir merken, dass es weniger wurde und er musste viel Cortison einnehmen und da hat er auch so unheimlich zugenommen durchs Essen und dann haben wir ihn ja mit Flüssigkeit weiter ernährt und wie es eben noch ging, gewindelt und was nicht alles. Das war ja dann eine Vollpflege. Also eine sehr, sehr schwere Zeit für dich und für den Rest der Familie. Ja, das war die schwerste Zeit in meinem Leben. Wann ist dein Mann verstorben? Wie lange ist das her? Das sind jetzt 5 Jahre. Ja, auch 5 Jahre. Ja, da war aber auch, wir sind noch bis in die Sparkasse gelaufen und in der Sparkasse bricht er zusammen und ist tot. Ach. Das war eben auch so ein harter Schlag. War das wir waren 54 Jahre verheiratet, hatten eine gute Ehe,
Freude und Leid geteilt. Ja. Er hatte zwar auch aus dem Krieg einen Lungensteckschuss mitgebracht, der dann später aufgebrochen ist. Ja. Und durch den Körper gewandert, aber damit haben wir gelebt, das wussten wir, wie es ist. Und der Tod, war das ein Herzschlag oder ein Gehirn? Ja, er hatte dann ein bisschen Krankenbar, haben sie noch gebracht. Mhm. Und da haben sie Blutdruck gemessen, war über 300. Mhm. Ich kam noch bis ins Krankenhaus gekommen. Ja. Und das sind alles solche Schläge. Mein Vater habe ich voll gepflegt, da habe ich extra aufgehört zu arbeiten. Wie lange liegt das zurück mit dem Vater? Das ist schon ganz paar Jahre zurück. Ja. Aber ich hatte auch ein gutes Verhältnis, weil es mit meiner Mutter nicht so richtig war. Vielleicht ist es wirklich so, wenn man so viel Leid erlebt hat, dass man irgendwann das Gefühl hat, ich kann nicht mehr. Ja, so ungefähr komme ich mir jetzt vor. Mhm. Ich kann nicht mehr. Aber du bist im Moment... Ich gesund. Kann noch du bist körperlich bist du gesund, so einiger. Ja, also ich bin schlank, habe die Größe 42 oder 40. Mhm. Jetzt habe ich wieder 40er Sachen gekauft. Mhm. Und ich kann noch laufen und Essen, das ist nun eben alles nicht so wichtig, weil ich so leide. Ja. Findest du Trost im Glauben? Bist du gläubig? Ja, ich bin als Christ groß geworden. Ja, gehst du in die Kirche auch? Nee, in die Kirche nicht, aber ich habe, ich bin nicht ganz ohne Glauben. Mhm. Aber geholfen hat mir bis jetzt keiner. Ja, wobei, wenn man diesen Glauben hat, ist das natürlich schon eine Stütze, sage ich mal so. Dass man auf der einen Art mag es schon sein, aber weil das zu viele Fälle hintereinander sind, da kann man beide nicht mehr glauben. Andererseits, weißt du, Waltraud, ich ermesse deinen Schmerz, aber du hast ein Enkelkind, das du gerne hast und das Enkelkind hat dich gerne. Ja, ich hoffe, dass es so bleibt. Und du hast eine Schwiegertochter, mit der du ein gutes Verhältnis hast. Ja, das habe ich. Ich bin auch kein Mensch, der für Zank und Streit ist. So, das sind ja schon mal zwei schlagende Argumente zu leben. Ich bin eigentlich... Und ich gäbe auch gerne, was ich geben kann, gäbe ich. Ich bin ja alt, ich brauche ja nicht mehr viel. Jetzt zum Beispiel Weihnachten, gehst du dann zur Schwiegertochter? Ja, die haben mich schon eingeladen, aber ich will nicht gehen, weil ich so viel heule, ich versaue dem bloß noch das Weihnachten. Würde ich nicht machen. Waltraud, wenn das eine enge Familienverbindung ist, dann finden die das auch normal, wenn dann mal auch geweint wird Weihnachten. Das ist ja das Normalste der Welt, wenn man einen Menschen verloren hat. Das ist aber bei mir so oft, zu oft. Ich glaube, dass man in der Zeit gar nicht oft genug weinen kann, in der du im Moment steckst. Das ist das Natürlichste und so vielleicht sogar das Richtigste. Ich weiß, was Krebs ist, weil ich ihn selber gehabt habe, aber ich habe es nun schon 8 Jahre überstanden und denke, dass es weiter bleibt. Bin zwar schon 4-mal nachoperiert, aber die Tumore, die waren dann alle, das waren mehr gutartige. Ja, was war das für ein Krebs? Brustkrebs hatte ich. Aber seit 8 Jahren ist Ruhe. Ja. Das ist ja schon mal ganz gut. 8 Jahre nicht. Das letzte Mal war vor 2 Jahren, wo wieder so Knoten rausgemacht wurde. Und waren die bösartig? Nee, der war gutartig, der letzte wieder. Wie war dein Verhältnis zu deinem verstorbenen Sohn? Ach, sehr gut. Mhm. Ich habe mit meinem Sohn gut gelebt. Also. Und meine Kinder, die sind alle beide gut zu mir. Aber Waltraud. Ich will dir mal was sagen. Ich glaube ja, in der schlimmsten Trauer, und wenn die noch so tief in einem ist und einen so runterzieht, glaube ich, gibt es einen Gedanken, der einem immer wieder helfen kann. Nämlich, was hätte der Verstorbene gewünscht? Was würde der jetzt wünschen? Ja, dass es mir vielleicht weiter gut geht, oder? Ja. Das glaube ich in dem Fall, wie du es gerade geschildert hast. Das ist ja oft der Fall. Wenn man so sagt, wenn er jetzt oben zugucken könnte, dann wird er sagen, Mama, mach dir noch ein paar gute Jahre. Dass du traurig bist. Ich habe kein Interesse an nichts mehr. Hast du denn früher so Hobbys oder Interessen irgendwie? Ja, ich habe früher viel Handarbeiten gemacht. Mein Mann hat immer gerätselt und da hat keiner einen anderen gestört. Und Radio und Fernsehen haben wir geguckt und gehört. Ja, ich sage ja, wir hatten ein gutes Verhältnis. Es wäre ja die Ehe in die 54 Jahre gegangen. Gibt es dann kein Trinker und nichts. Und ja. Gibt es denn so außer der Familie noch so andere Kontakte? Ja, das habe ich alles abgebrochen, wo mein Sohn gestorben ist, weil ich eben so viel weine.
Aber das wäre auch so ein Punkt, Waltraud, den ich allmählich wieder aufnehmen würde, auffrischen würde. Wenn man sich völlig abkapselt in einem solchen Leid, kann es einem nie besser gehen. Niemals. Naja, das... Also erstmal ist natürlich eine gewisse Ablenkung schon okay. Und richtig auch. Und wenn du mal weinst, wird das jeder nahe Bekannte und Verwandte, der einigermaßen Verstand hat, wird es verstehen. Und wird nicht schlecht über dich denken. Ja, mir wurde aber auch schon gesagt, ich soll mich nicht so haben. Mhm. Ist doch alles vergänglich und das kann ich eben nie verkraften. Sowas kann ich nicht gebrauchen. Nee. Nein, so einen Satz sagt man auch nicht zu jemandem, der vor 4 Monaten seinen Sohn verloren hat. Das finde ich auch völlig... Ja, aber es gibt trotzdem noch Menschen, die da anders denken. Mhm. Was sind vielleicht leichtgläubiger mit allen. Vielleicht gibt es aber doch noch den einen oder anderen, kannst du dir mal überlegen, in deinem Umfeld von früher, der ein offeneres Herz hat, der ja, vielleicht auch mehr versteht. Ich dann mal überlegen. Ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich wieder ein bisschen nach außen zu bewegen. Ich bin nicht verkalkt und an und für sich kann ich noch alles gut bedenken und machen und kann auch noch laufen. Also, aber ich gehe alles allein. Ich gehe immer solche Wege, wo ich niemanden treffe. Würde der Sohn nicht wollen? Ja, das weiß ich nicht. Aber hundertprozentig, Waltraud. Das Einzige, was mich freut, was ich eben noch sehr Gutes getan habe, als mein Mann starb, da habe ich unser ganzes Sparbuch aufgelesen und habe es auf die beiden Söhne gleich verteilt. Mhm. Das ist die einzige Freude, die ich ihm noch vormachen könnte. Mhm. Paar Jahre vor, also wo mein Mann eben gestorben ist, vor 4 Jahren. Mhm. Da habe ich gleich alles aufgeteilt. Also Waltraud, ich möchte dich nochmal bitten, das kann ich ja nur so aus Außenstehender sagen, dass du Weihnachten zum Beispiel gehst zu deiner Familie. Wenn da mal ein bisschen geweint wird, finde ich das nicht schlimm. Versuche doch wieder den einen oder anderen Kontakt vorsichtig aufzubauen. Es wird letztendlich dir helfen. Und der letzte hilfreiche Gedanke ist, was würde mein Sohn jetzt wollen? Er würde nicht wollen, dass du nur in der Ecke sitzt und weinst. Nee, das denke ich ja auch manchmal, aber kommt von innen raus, das kann man ja nicht abbrechen. Ja, ist mir klar. Das geht auch nicht so auf Knopfdruck, das ist klar. Liebe Waltraud, meine Zeit ist ja begrenzt. Ja, ich danke dir, Domian. Aber wir rufen dich jetzt nochmal zurück, weil ich dich nicht jetzt ganz alleine in die Nacht lassen möchte. Gut. Dann möchte ich dich bitten aufzulegen und die Sabine ruft dich jetzt gleich nochmal an. Ja, danke schön. Und ich wünsche dir noch eine gute Sendung. Dankeschön. Sehr interessant. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft und alles Liebe. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war die Waltraud und weiter geht es mit der Alexandra. Alexandra ist 23. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Alexandra. Und was geht's bei dir? Wie soll ich das erklären? Ich bin eine Infomanin. Eine was? Eine Infomanin. Eine Infomanin? Mhm. Keine Nymphomanin? Nee, keine Nymphomanin. Die hatten wir ja gerade schon. Was, ja. Was ist eine Infomanin? Das ist, wie soll ich das erklären? Also, ich habe einen Freund und der reicht mir nicht. Ich gehe auch öfter fremd und habe mehrere Beziehungen am Laufen. Und, das klingt aber doch nach Nymphomanin. Also du stehst auf viel Männer und viel Sex. Ja, genau. Ah, also doch eine Nymphomanin. Ah, immer diese Fremdwörter. Sagen wir es einfach, erklären wir es auf Deutsch. Also du hast einen Freund. Ja, ich habe einen Freund seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Und trotzdem, der Freund genügt dir nicht. Nee, überhaupt gar nicht. Und wir treffen uns ja nur Wochenende. Und ich weiß nicht, wie ich dem das beibringen kann, dass ich dem das sagen kann, dass mir das halt nicht reicht und so. Und wie viel, jetzt habe ich das gerade nicht richtig kapiert, wie viele Männer gibt es nebenher noch? 4. 4? Mhm. Sagt sie so ganz locker. 4 Beziehungen gar? Naja, nicht richtige Beziehungen, also ich habe nur Sex mit denen. Okay, also es gibt aber 4 Männer außer dem Hauptfreund, mit denen du regelmäßig Sex hast. Genau. Und wissen die 4 Männer, dass sie einer von 5 sind? Nee. Nee, überhaupt gar nicht. Keiner. Also jeder denkt, er ist der Einzige so in deinem Sexleben, oder? Genau, so ist das. Ja. Und die anderen 4 haben sich aber noch nicht in dich verliebt? Nee, die wollen auch keine Beziehung und die wollen halt auch dann nur halt Sex. Mhm. Ja. Das geht jetzt auch das ganze Jahr schon so, während du mit deinem Freund zusammen bist? Ja, also was soll jetzt das ganze Jahr? Also es ist schon, seit einem Jahr und einem Monat schon so fast.
So, jetzt können wir, wenn ich das fragen würde, wie oft bist du deinem Freund fremdgegangen? Die Zahl kriegen wir gar nicht mehr hin, ne? Das ist ja eine Riesenzahl. Ja, auf jeden Fall. Aber ich liebe halt meinen Freund. Natürlich. Das sagen ja alle immer. Wie ist denn der Sex mit deinem Freund? Befriedigend, aber nicht so halt, so, wie soll ich das erklären? Befriedigend ist so Note 3, das ist so Durchschnitt. Ja, ich habe ja schon, dann davor ja schon mit all die anderen. Und ich kann dann ja nicht sagen, ja, das ist super mit denen. Aber es war ein bisschen, also eher zärtlicher und so schon und romantischer, aber... Also der knallharte Sex ist es mit deinem Freund nicht? Nee, nee. Wo du abgehst wie eine Rakete, das ist mit den anderen Männern? Genau. Liegt es daran vielleicht, dass es heimlich ist, dass es nur Sex ist, dass das Herz nicht mit im Spiel ist? Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Das ist so schon ein Reiz und so. Und ich habe da noch ein Problem. Und zwar meine Mutter, sie ist jetzt schwanger mit 44. Und ich komme damit auch überhaupt gar nicht klar. Warum? Warum? Ja, weil die jetzt 44 ist. Ja gut, das ist doch ihr Ding. Wieso kommst du damit nicht klar? Dass du jetzt nochmal ein kleines Geschwisterchen bekommst, oder was? Ja, weil all die anderen dann auch, die ganzen Leute dann schon ein bisschen peinlich dann, also mit 44 und wenn das dann schon 10 ist, dann kann das Kind ja dann Opa oder Oma zu ihr sagen, ne? Darüber machst du dir Gedanken? Ja, auch. Könnte es dir nicht völlig egal sein? Das ist doch eine Entscheidung von deiner Mutter. Ja, klar, aber sie weiß selber nicht, was sie tut. Sie hat jetzt 28 Kinder abgetrieben. 28 Kinder abgetrieben? Ja, das ist so. In ihrem Leben, oder was? In ihrem Leben, ja. Es klingt unglaublich, ist aber so. Wie viele Kinder hat sie schon, außer dir? 5, also mit mir sind es 5. Ach, mit dir sind es 5? Ja. Und sie hat 28 abgetrieben? Ja. Und jetzt wird sie nochmal schwanger? Ja. Und wir haben ja schon alle gedacht, wie das doch abtreiben soll, weil die... sowieso dann nicht damit klarkommen würde und auch finanziell und alles und ist ja nicht so toll. Und ist der Vater dieses neuen Kindes auch dein Vater? Ja, ja. Ja, und was sagt der dazu? Ja, was soll er denn sagen? Der wird jetzt 50. Ja. Und ja, der überlässt das natürlich meiner Mutter. Ja, ist dieses Kind ein Ausrutscher oder hat man das sogar darauf angelegt? Meine Mutter hatte eine Spirale seit 13 Jahren und normalerweise müsste die ja ausgewechselt werden, im 7. Jahr oder so. Hat die nicht gemacht, weil die das gar nicht wusste und jetzt ist sie in den 2. Monat. Aber sie sagt jetzt im Moment, sie will es haben, oder wie? Ja, auf jeden Fall. Also sie meinte, sie wird es auf jeden Fall behalten. Ist deine Mutter gesund? Naja, gesund nicht. Sie hat Venenprobleme, Gelenke und so. Ja. Und alles. Also, ich meine, das ist ja schon eine harte Vergangenheit, wenn man 28 Mal abgetrieben hat. Mhm. Das ist ja unfassbar eigentlich. Eben, das klingt auch unfassbar. Deswegen habe ich Respekt davor, wenn sie jetzt sagt, jetzt nicht nochmal abtreiben. Ich habe 5 groß gekriegt, dann kriege ich das auch noch groß. Mhm. Weißt du? Ich meine, Gott, guck mal in die Promi-Welt, wie viel... ältere, in Anführungszeichen ältere Frauen, werden noch mit Anfang 40 schwanger und es klappt wunderbar und es ist alles in Ordnung. Mhm. Ich meine, das ist schon, finde ich, die Entscheidung deiner Mutter und das ist eine reife, erfahrene Frau. Da wirst du dich sowieso nicht einmischen können und wirst keinen Druck ausüben können. Wenn die beiden, wenn dein Vater und deine Mutter sich jetzt dafür entscheiden, dann ist es halt so, da muss man es nehmen. Und wahrscheinlich wirst du dieses kleine Geschwisterchen über alles lieben auf der Welt. So, aber jetzt kommen wir ja ganz weg von deinem Thema. Ja, nee. Ja. Und das sind ja zwei verschiedene Themen. Was ich dich gerade noch fragen will, warst du denn, bevor du mit deinem jetzigen Freund zusammen warst, auch schon so drauf? Nee, überhaupt gar nicht. Ach, das hat also hat das mit der Beziehung etwas zu tun? Ja, das ist mein erster richtiger Freund gewesen. Ja. Also ich hatte davor gar nichts. Und jetzt ist das schon so, dass er möchte, dass ich mein Gewicht reduziere. Okay, ich wiege zwar nicht viel, also ein bisschen pummelig bin ich schon und ja, er möchte, dass ich abnehme und... Wie schwer bist du? Ich? Ja. Ja, sagen die 90, 100 so. Mhm. Bei also, Alexander, ich meine... Das ist deine Entscheidung, das musst du entscheiden. Da würde ich mich auch nicht unter Druck setzen lassen von einem Freund. Vielleicht hat er ja recht, dass du ein bisschen abnehmen solltest, aber das musst du entscheiden, wenn du dich unwohl fühlst und sagst, pass auf, ich will runter, aber nicht auf Druck von eines Freundes. Ja,
Ja klar, nee, ich will das schon selber. Aber der meinte, wenn das dann doch nicht klappen würde, weil das ja schon seit einem Jahr ist, dass ich das schon versucht habe, dann verlässt er mich. Ja, bitteschön, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also wenn jemand mir so ankäme, dann aber sofort und tschüss. Was ist denn das von Mann und von Karl? Aber ich will jetzt nicht nur, ich will jetzt nicht nur ihn beschimpfen, sondern dich auch. Wenn du ein Jahr deinem Freund so massiv fremd gehst, ist aber auch alles nicht in Ordnung. Ja, klar. Das zeugt, finde ich, aber das zeigt mir aber, wie kaputt oder wie wenig intakt diese Beziehung auch ist. In dem Moment, wo du ihm das beichten würdest, wäre sowieso alles für alle Zeiten vorbei. Ja, klar. Also wenn du dich austoben willst und Bock hast auf viel Sex und Männer, ist ja okay, sagt ja keiner was. Aber dann mach es auf dem freien Feld, auf dem freien Markt. Und binde dich nicht an einen und mach es irgendwie heimlich. Das ist völlig mies. Das ist mies. So möchtest du auch nicht behandelt werden. Stell dir mal vor, du bist mal groß verliebt in einen Typ und du erfährst hinterher, dass der an jeder Ecke noch eine Frau hat. Nee, natürlich nicht. Ich würde mich dann schon scheiße fühlen. Wie ist denn so der Stand der Dinge? Sagt man sich, sagt ihr beiden euch gegenseitig, ich liebe dich? Ich sag das häufiger. Ich sag immer, ja, ich liebe dich und so. Und ich liebe den wirklich über alles. Und er sagt dann immer, ja, ich hab dich auch lieb. Ich hab dich auch lieb, aber ich hätte dich noch lieber, wenn du ein bisschen dünner wärst. Ja, genau. Dann würde ich hab dich dann mehr lieb, wenn du... Ja. Alexander, das klingt nicht gut, finde ich. Das klingt nicht gut. Das darf man als Typ einer Frau und umgekehrt oder wie auch immer nicht sagen. Finde ich. Wir wollen auch schon zusammenziehen. Ja, nee, komm langsam. Zieht nicht zusammen. Klärt erstmal. Das Gewicht ist ja das Problem. Der meinte, wenn ich dann abgenommen habe, dann können wir auch zusammen ausziehen, weil er auch nicht aus NRW hier um die Ecke kommt und so. Aber Alexander, wie demütigend für dich, wenn der sowas sagt. Das müsste dich aber schon sehr in die Ecke schießen, was ihn anbelangt. Und ich habe mich jetzt letztens mit denen getroffen, nur auf Freundschaftsbasis, weil der jetzt eine Freundschaft haben möchte. Wer? Ich überhaupt gar nicht verstehe, warum. Wer, dein Freund will nur Freundschaft? Ja, im Moment. Das wird ja immer komischer. Das war jetzt freundschaftsmäßig, dass wir dann ins Kino gegangen sind, aber danach habe ich den dann doch noch dazu gebracht, das zu tun, was ich möchte. Also, für mich hört sich das so an, als wäre diese Beziehung kaputt. Und ich rate dir wirklich dringend darüber nachzudenken, ob diese Beziehung einen Bestand hat. Ja. Im Prinzip hat sie keinen Bestand aufgrund dessen, was du getan hast. Ja. Und was du mir von ihm erzählst, klingt alles andere als eine gute, funktionierende Beziehung. Das heißt, das Klügste wäre wahrscheinlich so schnell wie möglich, diese Beziehung auf eine freundschaftliche, wie auch immer geartete Ebene zu heben. Du lebst erstmal dich aus, tobst dich aus und dann guckst du weiter, wie sich die Dinge entwickeln und wie sich auch die Gefühle entwickeln für deinen Freund. So würde ich es dir sagen. Liebe Alexandra, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. Ihr Lieben, morgen ist Themennacht. Und das Thema morgen heißt, ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung. Ich möchte gerne mit allen Leuten sprechen, die vielleicht in den nächsten Tagen oder Wochen oder vielleicht schon, ja, Stunden, weiß ich, also die unmittelbar vor einer sehr großen, gewichtigen Entscheidung stehen, die diese Entscheidung vielleicht maßgeblich das Leben verändern oder ändern kann. Und ihr nicht so recht wisst, wohin ihr euch entscheiden sollt, was ihr tun sollt. Manchmal sitzt man da ja wie das Kaninchen vor der Schlange und man weiß, man muss etwas tun, man muss sich entscheiden, man muss irgendetwas sagen oder man muss handeln und man weiß es nicht. Man ist irgendwie gelähmt, weil man denkt, tue ich das, mache ich falsch, tue ich dieses, mache ich falsch und so weiter. Also das Thema morgen heißt, ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung. Wer gerne mit mir drüber sprechen möchte, vielleicht können wir auch gemeinsam drüber beraten. Ihr könnt mailen unter domian@wdr.de, morgen ab 0 Uhr anrufen, um 0 Uhr sind die Leitungen immer schon geschaltet und um 1 Uhr geht es dann los bei 1 Live, im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Noch eine Annika, jetzt war ich aber gerade ein bisschen verwirrt. Heute ist der Tag der Annikas bei mir. Hallo Annika, 20 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Boah, du klingst aber traurig. Ja, mir geht's auch gerade gar nicht gut. Was ist los, Annika? Ja, also ich bin Anfang 6. Monat schwanger. Ich habe Anfang? 6. Monat. 6. Monat, Ja, bin halt heute nach Hause gekommen. Und ja, da lag mein Freund im Bett, aber nicht mit mir. Ach, wie nach Hause? Ihr wohnt zusammen? Ja. Wie lange schon? 1,5 Jahre. Wir haben das geplant, weil wir auch ein Kind haben wollten zusammen. Also Wunschkind? Ja. Und du kommst nach Hause von der Arbeit oder von wo? Von der Arbeit, ja. Von der Arbeit. Wann, um wie viel Uhr? Heute Mittag um 1.
normal würde ich erst um 3 kommen, aber... Und du kommst in die Wohnung und er liegt im Bett mit einer anderen Frau? Ja. Kanntest du die Frau? Nein. Nein? Waren die gerade noch zugange? Ja. Das ist ja krass. Das ist ja wie im Film. Und du machst die Tür auf und siehst das. Hast du vorher schon irgendwie Geräusche gehört? Nee, also ich bin ganz normal reingegangen und wir haben halt 2 Katzen und die kamen ganz normal an wie immer. Hm? Und ich habe also auch überhaupt gar nichts mitgekriegt und habe gedacht, okay, er liegt noch, weil er halt Spätschicht hat. Hm? Und habe gedacht, gut, dann ist er halt noch am Schlafen und wollte ihn wecken gehen und bin ins Schlafzimmer gegangen. Ja, und dann, ne, typische Bild halt. Und was passiert in der Situation? Also ich stelle mir vor, du kommst in das Schlafzimmer rein, siehst die beiden im Bett, während sie Sex haben. Wer sagt da was? Gar keiner. Die haben es nicht mal mitgekriegt. Ich bin einfach wieder gegangen. Ach, die haben es gar nicht mitbekommen? Nein. Der hat nicht die Tür aufmachen hören? Nein, nein. Dann bist du einen Schritt wieder rausgegangen? Ja, hab die Tür halt offen gelassen und bin gegangen. Ach, die Tür war gar nicht richtig fest verschlossen. Du hast sie so Ja, nee, die ist immer nur angelehnt wegen den Katzen. Ach so. Und bist du aus der Wohnung gegangen? Ja, ich bin direkt zu meinen Eltern gegangen. Was soll ich da sitzen bleiben? Und hast du jetzt seitdem mit ihm schon gesprochen? Nee, der versucht zwar die ganze Zeit anzurufen und so, aber... Ach so. Also der weiß schon, dass du bei deinen Eltern bist. Oder weiß er das nicht? Ja, ich denke schon. Also ich nehme an, dass er gehört hat, wie ich halt die Wohnungstür zugemacht habe, weil das halt nicht so leise gewesen ist. Ah, das heißt, er wittert schon, dass du weißt, was geschehen ist. Ja, ich denke schon. Sonst wird er nicht so oft anrufen. Oder sonst wird er sich auch zumindest nicht trauen, bei meinen Eltern anzurufen, was er sonst eigentlich machen würde. Kann es sein, dass er vor der Tür steht? Heute Nacht oder morgen früh? Weiß ich nicht. Also wenn er sagt, jetzt mit Arbeiten, kann sein, dass er dann hier auftaucht. Wann ist er mit dem Arbeiten fertig? Um 6:30 hat er Schichtende und wäre dann so 6:30 hier. Hm. Warum hast du ihn nicht sofort zur Rede gestellt? Ganz einfach, weil ich weiß, also ich bin ein sehr impulsiver Mensch und ich weiß nicht, also mein Kind ist mir eigentlich nur heilig. Hm. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt irgendwas sage, ich hatte Schiss, dass dann mit dem Mädchen irgendwie halt, ne? Verstehe, dass du... Dass er zu dem Mädchen hält, oder wie meinst du? Nein, nein, dass ich dem Mädchen eine reinhaue. Ach so. Hatte halt Angst um das Kind. Mhm. Deswegen bin ich einfach gegangen. Ja, das war wahrscheinlich auch sehr klug. Vor allen Dingen hättest du dich auch irre aufgeregt in dem Moment und das ist für das Kind alles andere als zuträglich. Mhm. Aber nichtsdestotrotz musst du mit ihm reden. Ja, was soll ich sagen? Du sollst gar nichts sagen. Du sollst ihn erklären lassen, was das soll. Ja, dann wird er mir sagen, dass es alle Männer in dem Moment sagen werden, aber ich weiß nicht, ob ich mit dem noch das Kind großziehen kann. Ja, komm, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist ganz heftig, was der da gemacht hat. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist, wie ist denn eure Beziehung eigentlich? Ja, also eigentlich, also wir sind schon seit 4 Jahren zusammen, seitdem ich 16 bin und hatten nie Probleme miteinander. Wir waren. Erster Freund? Bitte? Dein erster Freund? Nee, mein zweiter. Also so. Ich hatte vorher, naja, also doch eigentlich mein erster richtiger Freund, ja. Und wie alt ist er? Er ist 23, ist 3 Jahre älter. So. Also, die Lösung ist natürlich nicht, jetzt wegzulaufen von der Situation. Du bist jetzt gekränkt, du bist schockiert, finde ich alles nachvollziehbar, wäre ich auch. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, die ganze Sache in irgendeine Weise jetzt in eine Bahn zu bringen, nämlich reden. Reden, reden, reden. Der muss erstmal Stellung beziehen, was da los war. Ja. Hör es dir erstmal an. So, ich weiß nicht, was er sagt. Es können, vielleicht tischt er dir eine Lüge auf, vielleicht sagt er dir auch die Wahrheit. Und du musst natürlich versuchen, die Wahrheit rauszukriegen. Ja, nur wie? Naja, du wirst schon merken, du kennst den ja. Du wirst doch schon wittern, ob er dir jetzt irgendwie sagt, nee, die habe ich jetzt einmal getroffen und bin einmal mit der mittags ins Bett gegangen, was schon Quatsch ist. Der muss die schon länger kennen, wenn er sich mittags mit der verabredet. Ja, eben, weil das ist ja die typische Zeit, wann ich immer von der, also wo ich arbeiten bin. Und deswegen habe ich halt Angst, dass es jetzt einfach schon länger geht. Mhm. Ja, die Angst ist berechtigt. Aber du kannst dich ja nicht vor der Wahrheit verschließen. Ich weiß. Die Sache ist, dass du reden musst und dann danach musst du sehen, wie deine Gefühle sind, ob du mit dem weiter zusammen sein kannst. Ja. Wird er sich entschuldigen
wird er vielleicht alles Mögliche tun, um dir zu zeigen, dass es ein Ausrutscher war, und vielleicht kannst du ihm irgendwann verzeihen. Vielleicht geht das. Aber du bist ja sowieso an diesen Mann, an diesen Menschen, ich sag mal, nicht gekettet, aber du bist ja mit ihm verbunden wegen eures Kindes. Ja, ja. Das heißt, was auch immer jetzt passiert, du solltest oder ihr solltet auf jeden Fall versuchen, in einer gütlichen Art miteinander umzugehen. Entweder seid ihr wieder ein Paar oder ihr seid einfach nur im besten Fall gute Bekannte oder Freunde. Ja, also ich würde natürlich schon hoffen, dass wir wieder ein Paar werden, allein wegen dem Kind, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es im Moment wirklich nicht. Ich meine, Annika, weißt du, jeder macht Fehler. Das ist ein blöder Spruch, aber es ist halt so. Wir machen alle immer wieder Fehler. Und da gibt es natürlich auch Sachen, die man auch wieder vergeben kann, wenn man merkt, dass der andere es ehrlich meint. Und deswegen musst du mit dem reden, um das abzutasten. Vielleicht passiert ja was ganz Gravierendes, wo du merkst, okay, der bereut das wirklich, dass er Scheiße gebaut hat und steht zu mir. Und dann sollte die Sache nochmal eine Chance haben. Wegen eurer Liebe, aber auch wegen eures Kindes und eurer Familie. Ja, aber warum ausgerechnet jetzt, wenn das vorher gewesen wäre? Okay, aber ich bin schwanger von ihm. Das ist, was wir uns immer gewünscht. Das ist ganz schlimm. Das gebe ich dir völlig recht. Das musst du ihm sagen und musst du ihn fragen. Und du musst ihn auch fragen. Du darfst auch nicht Angst haben vor den klaren Fragen beziehungsweise vor den Antworten darauf. Wie lange geht das schon? Wie oft ist das gewesen? Bist du unzufrieden mit dem Sex mit mir? Und so weiter. Ja, also das dürfte er ja schon sein, weil er will ja nicht mehr, seitdem ich schwanger bin, beziehungsweise seitdem er wissen, dass ich schwanger bin. Der will nicht mehr, seitdem du schwanger bist? Ja. Mhm. Und vorher war es aber gut? Ja, dann wäre ich nicht schwanger geworden. Naja, oh Gott, Frauen werden auch schwanger ohne guten Sex, aber egal. Annika. Ja, das war schon ein guter Sex, ja. Ja. Du musst morgen reden. Bitte? Du musst morgen reden. Ja. Du musst morgen reden. Ich weiß ja nicht, vielleicht wäre es sogar klug, ich weiß nicht, ob ihr beiden einen Menschen habt in eurem Umfeld, den ihr beide gleichermaßen wertschätzt, der vielleicht als Dritter dazukommt und das so ein bisschen moderiert, das Ganze. Also meine Schwester, die ist eigentlich sehr viel bei uns und mit der kommen wir auch eigentlich beide gut klar. Die könnte natürlich wieder mehr zu dir halten, oder? Bitte? Die könnte natürlich in seinen Augen dann wieder mehr zu dir halten. Wobei, du hast natürlich auch recht, aber dennoch. Also es müsste jemand sein, finde ich, den er genauso akzeptiert wie du. Dann wäre das, glaube ich, ganz klug, wenn da noch eine dritte Person bei wäre, damit ihr euch nicht zu sehr an die Köpfe kriegt. Ja. Ist er auch eher ein impulsiver Mensch? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich bin die Impulsive bei uns in der Beziehung. Was sagen denn deine Eltern? Denen hast du es ja sicher auch erzählt jetzt, ne? Ja, meine Eltern haben gesagt, ich soll so lange hier bleiben, wie ich will und werden halt sehen. Ja, das finde ich auch ein gutes Angebot. Du musst ja auch nicht sofort in die Wohnung zurück, aber du sollst mit dem reden. Ja. Also wenn du dich da in der Wohnung unbefühlst, finde ich völlig nachvollziehbar, wenn du sagst, nee, pass mal auf, jetzt bleibe ich aber erstmal vielleicht bis zum Ende meiner Schwangerschaft bei meinen Eltern. Wenn deine Eltern dir das anbieten, ist das toll, finde ich. Ja, also das ist mir auch ganz wichtig, dass ich jetzt erstmal nicht dahin zurück muss. Es war unsere Wohnung, es ist unser Bett. Es ist euer Bett, das ist unfassbar. Er hat es in eurem Bett gemacht. Annika, tut mir sehr leid, was da passiert ist. Aber du musst mit ihm reden morgen. Ja, okay. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Exakt 1.44 Uhr, sage ich mal so zwischendurch, falls es euch interessiert. Und das ist genau die beste Zeit für Elke. Elke ist 33. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Elke. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Um was geht's bei dir? Bitte? Um was geht es bei dir? Also ich möchte mich nochmal über das letzte Thema unterhalten, über den letzten Themenabend sozusagen. Da ging es ja um das Thema Sterbehilfe. Genau, letzte Woche Donnerstag. Bin nicht durchgekommen, aber doch zwar durchgekommen, aber die Sendung war schon zu Ende. Aber macht nichts. Ich bin gegen die Sterbehilfe, ich bin wirklich eine aktive Gegnerin. Mhm. Eine aktive Gegnerin? Ja gut, das heißt aktiv. Also ich denke mal, ich bin, also ich sage auf jeden Fall, dass ich auch nie jemanden, wenn ich jetzt in der Versuchung wäre, würde auch nie jemand ein Medikament reichen, dass er sterben würde. Also ich würde im Gegenteil irgendwie alles daran setzen, ja, halt, dass er noch leben würde irgendwie. Warum bist du davon so überzeugt?
Ich bin davon überzeugt, weil ich einfach durch meinen Glauben davon überzeugt bin. Du bist Christin? Ja, ich bin Christin. Ja. Aber das bedeutet noch was anderes. Das bedeutet Beziehung. Beziehung bedeutet Beziehung zu Jesus. Beziehung zu Jesus bedeutet, ich bete und Gott auch antwortet. Mhm. Und ich muss das jetzt einfach mal sagen, ich kann niemanden verstehen, der auf dieser Welt einfach voller Schmerzen ist, zum Beispiel. Mhm. Du hattest ja die Lena am Telefon. Mhm. Das war brutal krass. Ich habe es gehört und ich habe ich bin wirklich da sofort dabei, mich berührt das sofort, und ich habe noch während der Sendung wirklich SOS gefunkt, und zwar wirklich nach oben. Und ich sag das jetzt wirklich so kindlich, naiv ein bisschen. Mhm. Vielleicht, wenn man mich jetzt hört, denkt man auch vielleicht, dass ich, aber ich packe es einfach wirklich, werdet wie die Kinder. So, ich will vielleicht nochmal dazu sagen, für die Zuschauer und Zuhörer, die letzten Donnerstag nicht dabei waren. Lena war ein Fall, der uns, glaube ich, alle bewegt hat, sehr bewegt hat, die wir dabei waren. Lena ist 32 Jahre alt und sehr schwer erkrankt, mhm, und möchte Beihilfe zur Sterbehilfe, um es exakt auszudrücken, in der Schweiz in Anspruch nehmen. Das heißt, sie wird zu einem gegebenen Zeitpunkt in die Schweiz reisen, sich dort von einem Arzt einen Cocktail geben lassen. Sie wird ihn eigenständig trinken, und dieser Cocktail wird den Tod herbeiführen. Dazu hat sie sich entschieden, nach sehr reiflicher Überlegung, weil sie nicht diese unendlichen Qualen, die ihr bevorstehen, erleiden möchte. So, jetzt sagst du, du bist eine Gegnerin. Findest du nicht, dass das jeder für sich entscheiden sollte? Du könntest das ja aufgrund deines Glaubens für dich ablehnen. Aber meinst du nicht, dass es eine gesetzliche Regelung geben sollte, dass das jeder frei entscheiden darf und dass die, die Beihilfe leisten, nicht kriminalisiert werden? Ich finde, sie haben nicht das Recht, jemandem anders das Leben zu nehmen. Ich selber habe sogar nicht das Recht, mir das Leben zu nehmen. Das sagst du auf der Grundlage deines Glaubens. Das sage ich zum Beispiel nicht. Ich sage das zum Beispiel nicht. Aber ich finde, es gibt ja auch wirklich noch andere Möglichkeiten. Wenn es jetzt die natürlichen Möglichkeiten nicht ausreichen, dann heben die übernatürlichen Möglichkeiten. Die übernatürlichen Möglichkeiten, das wäre wirklich... Was sind übernatürliche Möglichkeiten? Übernatürliche Möglichkeiten, wie gesagt, ich habe wirklich, während die Sendung gelaufen ist, also wirklich schon, wirklich meine Gebetsantenne, die lief auf Hochtouren. Okay, das ist natürlich auch zu respektieren, wenn du diesen Glauben hast. Aber es gibt ja nur sehr viele Menschen, die genau so nicht glauben. Oder sogar Christen, mit denen ich auch schon gesprochen habe, die sagen, Gott ist barmherzig und Gott wird mir das verzeihen. Ich kann es sogar mit meinem christlichen Glauben vereinbaren. Sagen wir es mal so, es ist ja eine Entscheidung. Ich glaube schon, dass aufgrund dessen, es ist eine andere Sünde, es ist nichts anderes als eine Sünde. Jesus ist gestorben für die Sünden. Okay, aber wir reden jetzt auf der Basis deines Glaubens. Lass mal den Glauben ganz weg. Wir reden über den Fall Lena, der in meiner Sendung war. Respektierst du nicht diese Entscheidung von Lena, die in die Schweiz fahren möchte und das so tun wird? Ich kann die Entscheidung verstehen. Aber ich kann verstehen, wenn ich jetzt da liegen würde und Schmerzen haben würde, ich würde da irgendwann mal merken, ich kann jetzt nicht mehr, ich würde irgendeine tiefe Möglichkeiten wählen, dieses Leben aufzuwenden. Also ich kann die Entscheidung verstehen. Mhm. Verurteilst du das, was sie macht? Ich kann das verstehen, ich würde auch irgendwie was planen, weil ich hasse wirklich Schmerzen, ich mag Schmerzen auch nicht. Verurteilst du ihr Verhalten? Ich verurteile ihr Verhalten nicht, aber ich kann einfach nicht billigen, wenn sie jetzt selber das da zu sich nimmt. Mhm. Es ist ihre eigene Entscheidung. Aber ich kann aber dagegen sein. Ich kann gegen diese Entscheidung sein. Es ist nicht so, dass ich sie verurteile, aber es gibt halt einfach auch noch andere Möglichkeiten. Mir ist zum Beispiel eine Geschichte eingefallen aus der Bibel. Ganz einfach, simple Geschichte, die blutflüssige Frau aus der Bibel. Alle Ärzte der Welt haben gesagt, die ist zu allen Ärzten der Welt gegangen, hat ihr ganzes Erspartes aufgegeben und keiner konnte ihr helfen. Aber sie ging zu Jesus Christus, berührte sein Gewand und sie wurde geheilt. Und liebe Elke, das ist ja alles sehr schön. Und das ist auch zu respektieren, ich sage es nochmal, für die Menschen, die glauben. Wer aber nicht in diesem Sinne an den christlichen Glauben hat,
Das ist ja egal. Es ist ja egal, ob man christlichen Glauben hat oder nicht. Wenn man jetzt wirklich merkt, man ist in der Not, man kann doch den Namen Jesus Christus mal rufen. Das ist einfach der Punkt. Weil man kann einfach mal was ausprobieren, was andere nicht ausprobieren, weil der menschliche Verstand gut. einfach irgendwo an den Grenzen ist. Wenn Krebs gibt es überhaupt keine Heilung. Aber es gibt bestimmt, ich glaube auch in der heutigen Zeit, Gott würde heute noch einen krebskranken Menschen heilen. Da bin ich fest von überzeugt, heute noch. So, jetzt pass mal auf. Jetzt, ich sage nochmal, dass ich deinen Glauben respektiere. Ja, klar. Jetzt, wenn du so einen Vortrag, einen fast schon missionarischen Vortrag, einem schwerstkranken Menschen hältst, der für sich vielleicht lange abgeklärt hat, dass er in diesem Sinne nicht glauben kann, redest du natürlich völlig an diesem Menschen vorbei. Ich würde es mir verbieten. Wenn ich diese Entscheidung für mich getroffen hätte, möchte ich nicht in diesem Sinne angesprochen werden. Ich finde, dass das jeder für sich entscheiden muss. Aber es muss eine gesetzliche Grundlage geben, dass es wirklich jeder für sich entscheiden darf. Und das haben wir eben in Deutschland nicht. Aber ich finde, es wer da wirklich Sterbehilfe leistet, ich finde es nicht in Ordnung, wenn derjenige, der Sterbehilfe leistet, zwar so davonkommt. Er begeht Mord in meinen Augen. Tja, da sind wir aber ganz anderer Auffassung. Also ich finde, also, ich auch sterbe auf Verlangen. Also wenn ich jetzt auf Verlangen jemanden Becher mit Gift reiche zum Beispiel, bin ich verantwortlich für einen Menschen, dass der Mensch stirbt. Und der durch meine Hand ist der umgekommen. Mhm. Und das ist eine Sache, wo ich finde, das ist nicht richtig. Nein. Mhm. Okay, das ist auf der Basis deiner Überlegung und deines Glaubens, siehst du das so? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Weil ich finde, dass man daraus aber keine allgemeine Gesetzmäßigkeit herleiten sollte, so wie wir das immer noch tun. Das ist ja die Grundfrage in Deutschland. Wir haben ja kein festes Gesetz zur Sterbehilfe. Mhm. Und daher besteht die, finde ich, unwürdige Situation, dass einige Menschen, die würdig sterben wollen, in die Schweiz reisen müssen. Und die können das nicht in unserem Land haben. Also es gibt wirklich Möglichkeiten, wo ich jetzt sagen würde, wenn jemand wirklich an Schläuchen liegt, wenn es jetzt auch wirklich eine Person ist, die ich jetzt kennen würde, wenn es jetzt eine Freundin für mich wäre, ich würde eine Freundin, sagen wir es mal so, es wäre eine Mitschwester irgendwo, die jetzt da wirklich krank ist, entweder würde ich beten, irgendwas würde Gott schon tun, aber auch beim Nichtchristen, weil wenn ich im Gebet einstehe vor Gott, dann wird auch dieser Nichtchrist davon irgendwie berührt werden. Ich würde natürlich, wenn ich zu dir kommen würde, würde ich natürlich vielleicht mich 3 Stunden auf die Knie setzen, irgendwie gucken. Ich würde dir erstmal zuhören, wenn du auch schwer krank wärst. Und würde ich erstmal wirklich um Weisheit bitten, wie würde ich dir begegnen. Und letztendlich ist es ja eine Sache, die dir Mut machen soll. Eine Sache, die dir, Jürgen, Mut machen soll, wenn du jetzt schwer krank wärst und dich erbauen soll. Und vielleicht einfach... Wenn das aber alles nichts nutzt? Es nützt nichts, wenn ich es tue. Ich kann niemanden bekehren. Aber es nützt jemanden, wenn ich Gott darum bitte, dass er mir hilft. Ich bete vorher. Es ist nicht das Handeln. Wobei wir wieder bei Gott sind. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wenn man respektiert, dass ein Mensch für sich entschieden hat, dass er in diesem Sinne nicht gläubig ist, kann man natürlich auch nicht auf dieser Basis mit ihm reden und mit ihm sich auseinandersetzen. Ich kann einem Menschen aber sagen, dass es Jesus gibt und dass Jesus ihn liebt, jeden Menschen auf dieser Welt. Tja, und es kann auch ein Mensch dir zurücksagen, dass es nicht Jesus gibt und dass dieser Jesus dich auch nicht liebt. Ja, gut, aber... Und das kann man auch zurücksagen. Aber ich möchte halt einfach, aber auch dieser Mensch muss dann mit diesen Konsequenzen seiner Entscheidung auch fertig werden. Es gibt ein Leben in der Ewigkeit und es gibt ja auch wirklich ein Leben, entweder... Welche Konsequenzen wären das? Es gibt ja Menschen in der Ewigkeit ja auch ein Leben und ich würde halt einfach, dass der Mensch bei Gott ist, würde ich halt einfach... Okay, ich glaube, ja, reden wir jetzt aneinander vorbei. Ich sage nochmal, dass ich deine Meinung komplett, aber wirklich, hundertprozentig akzeptiere. Ja, natürlich. Oder, wirklich, Elke. Mhm. Ich finde nur, dass es eben auch ganz andere Auffassungen gibt, die man genauso respektieren muss. Ich akzeptiere, dass die Menschen so denken. Das kann ich nicht verändern. Mhm. Und ich kann sie nicht bekehren. Ja. Aber das Einzige ist, dass ich Hoffnung geben kann. Zum Beispiel, wenn man an was glaubt, also wenn man den Glauben nicht verlieren kann, wenn man in der Not ist. Ich habe auch selber schon erlebt, ich habe ja selber meinen Glauben nicht gelernt durch irgendwelchen... Ja, okay, also das würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt generell über den Glauben und Erleben von Glauben reden. Ich finde wichtig, dass du dich geäußert hast. Wir hatten nämlich in der Sendung letzte Woche keinen vehementen Gegner.
also 99% der Menschen, die sich bei uns gemeldet haben, die durchgekommen sind, waren in modifizierter Form Befürworter. Mhm. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Äußerung und dass du dich so auch so engagiert geäußert hast, Elke. Ja, auf jeden Fall. Alles Gute wünsche ich dir. Mhm, danke. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Stefanie. Und Stefanie ist, hier ist Stefanie. Stefanie ist 30, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Stefanie. Hallo. Ich muss mich versuchen kurz zu fassen, glaube ich. Okay. Ja. Stefanie, was geht's? Es geht um Folgendes. Eigentlich rufe ich für meinen besten Freund an, der nicht selber anrufen kann, weil er aufgrund seiner Krankheit, also er ist AIDS-krank seit ungefähr 5 Jahren, ja. Hat in dem Sinne dann dazu auch Krebs bekommen, kann nicht mehr selbst reden. Und hat mich gebeten, ob ich das nicht für ihn machen könnte. Und ich möchte das so gern für ihn tun, weil er so ein toller Mensch ist. Ja. Und wir haben letzte Woche zusammen deine Sendung geguckt und da haben wir die Sendung über Sterbehilfe auch geguckt. Und ja, er wollte ganz gerne heute auch zuhören, aber erst vor einer Stunde ungefähr ist er bewusstlos geworden. Und jetzt möchte ich ganz gerne ihm dadurch auch ein bisschen Kraft geben. Mhm. Was war denn sein Anliegen, was du sagen solltest und möchtest? Also sein Anliegen war eigentlich noch ein ganz anderes. Vor einer Weile hatte eine junge Frau bei dir angerufen, die durch deine Sendung hat halt erzählt, dass sie wieder die Chemotherapie anfangen wollte und die schon ziemlich lange gekämpft hat. Die war irgendwie Mitte 20 oder so. Und diese junge Frau hat ihm so Kraft gegeben, dass er das jetzt auch nochmal angefangen hat. Ah ja. Also er hatte eigentlich da die Hoffnung schon verloren und wollte nicht nochmal durch das Ganze durch. Ja. Und durch die Sendung hat er sich gedacht, okay, ich versuch's jetzt noch einmal. Mhm. Er kämpft auch schon ziemlich lange und er ist eine ziemlich starke Persönlichkeit, ziemlich starker Mensch und auch ein ganz toller Mensch. Und wollte ich ihm ganz gerne irgendwie die Möglichkeit geben, hier auch gehört zu werden. Mhm. Das freut mich, dass über unsere Sendung so ein Anstoß gegeben wurde. Ja. Und ich erinnere mich natürlich sehr gut an die Anruferin, die mich auch sehr beeindruckt hat. Und das war ein schweres Schicksal und tolle Frau. Sie hat ihn auch sehr beeindruckt und deswegen hat er sich gedacht, okay, ich versuche es jetzt nochmal. Jetzt hast du gerade gesagt, er hat das Bewusstsein verloren. Ja, ist er zu Hause? Nein, er ist im Krankenhaus. Ja. Er hat jetzt macht gerade diesen Zyklus. Er hat halt direkt, also nicht direkt nach der Sendung, aber ein bisschen später im Oktober noch damit angefangen. Mhm. Und ist jetzt im 5. Zyklus und das war halt heute auch alles ein bisschen viel für ihn. Mhm. Und sein Körper verkraftet das halt alles nicht mehr so gut. Und ist denn diese Bewusstlosigkeit jetzt besorgniserregend? Oder haben die Ärzte gesagt, das ist noch im Rahmen der Nebenwirkungen? Oder? Also besorgniserregend ist es in seinem Zustand eigentlich immer. Ja, ja. Ja, also dadurch, dass es schon so weit fortgeschritten ist. Mhm. Und er hat halt diesen Krebs, dieses Lymphsystem ist halt befallen und da können auch alle Organe befallen sein und deswegen kann er halt auch nicht mehr so sprechen. Er hat auch einen Luftröhrenschnitt. Mhm. Wie alt ist er? Er ist 34. 34. Mhm. Seit 5 Jahren. Nicht mit 5 Jahren, seit 5 Jahren. Seit fünf Jahren ist es ausgebrochen, genau. Mhm. Weiß er, wie er sich oder wo er sich infiziert hat? Ja, das weiß er schon. Das war über seine damalige Freundin, das war auch durch die Liebe entstanden. Also er ist glaube ich, seit 17 Jahren trägt es in sich. Mhm. Und sie hatte sich angesteckt, glaube ich, in den 80er Jahren, da war das alles noch nicht so aufgeklärt. Und sie wusste davon nichts? Doch, sie wusste das. Und hat ihn wissentlich angesteckt? Das ist eine lange Geschichte. Kann ich jetzt hier auch schlecht erzählen. Ja, also sie wussten es beide ja. Ja. Also das war jetzt auch nicht hinterrücks. Und du bist so die gute Freundin von ihm? Ja. Also ich habe keine Beziehung miteinander? Nee. Also schon eine sehr, sehr, sehr enge Beziehung, aber jetzt, wir sind kein Paar. Also eine wichtige Stütze für ihn jetzt in seiner schweren Erkrankung. Versuche ich zu sein, so gut es geht, ja. Aber er ist mir auch eine Stütze. Also er hat mir oft gezeigt, weiß ich nicht, wenn ich mal mit meinen kleinen Problemchen irgendwie nicht zurechtkam, was das Leben überhaupt bedeutet. Und das möchte ich hier auch gerne nochmal sagen. Wenn er jetzt, was wir alle wirklich intensiv hoffen, es schafft, diese Chemotherapie durchzukriegen, wie sind die Prognosen? Ja, so gut sind sie ehrlich gesagt nicht. Also wenn er das jetzt schafft, dann hat er schon noch ein bisschen Zeit. Mhm. Aber
man weiß es halt nicht. Die Ärzte haben auch schon oft gesagt, jetzt ist es nicht mehr lang und dann hat das doch wieder geschafft. Ja. Deswegen habe ich jetzt auch große Hoffnung. Stefanie, jetzt ist die Sendung gleich rum, aber wir haben Gott sei Dank noch fast 5 Minuten reden können. Ja. Grüße Ihnen von ganzem Herzen von mir. Das bestelle mache ich, das mache ich. Alle lieben Wünsche und alles Gute von Herzen. Das mache ich. Könnte ich vielleicht kurz mit jemandem noch verbunden werden? Dann legst du bitte auf und wir rufen.